Derby-Time im Fest. In der Handball-Bezirksliga standen sich am Sonntag der FC Erkenschwick und der HTV Recklinghausen gegenüber. In der Willi-Wintersporthalle sahen die Zuschauer ein spannendes Spiel. Ständige Führungswechsel und viele Torraumszenen dominierten die Partie. So blieb auch der Ausgang des Derbys bis zum Ende offen. Erst in der Schlusssekunde markierte der HTV Recklinghausen den entscheidenden Treffer und setzte sich mit 28:27 denkbar knapp durch. FC-Trainer Eberhard Metz wollte seiner Mannschaft trotz der Niederlage keine Vorwürfe machen. Ja, zum Spiel zu sagen, war ein enges Spiel. Ich denke mal, unentschieden wäre verdient gewesen. Wir haben mit der letzten Aktion Pech, dass der Ball vom Innenpfosten rausgeht. Und so laufen halt solche Spiele. Beide Mannschaften waren sicherlich nicht in Bestbesetzung, aber das hat sich die Waage gehalten. Und wir haben halt gekämpft wie immer. Und ja, wenn beim kleinen Kader dann auch schon drei Mann Leistungsträger fehlen, dann wird es auch schwer, egal gegen wen. Aber wir haben einen guten Kampf gezeigt, die Zuschauer haben spannendes Spiel gesehen und ich denke mal, unentschieden wäre gerecht gewesen. Auch unser letzter Ball kann vom Innenpfosten reingehen, der springt leider raus. So ist Handball. Leider wird das dann bestraft, aber das bringt uns nicht um. Also ist alles gut.